Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute mal ein Video, das vor einem Jahr gedreht wurde. Hört sich seltsam an, aber ist so. Es hat gedauert, bis die Rohdaten bei mir waren. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, das zu schneiden. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm. Also wir haben ja, wie die meisten Leute schon erkannt haben, hier den Blick aufs Pilztal und die zukünftige Pilztalbrücke. Man sieht die komplette Baustelle, naja, den linken Teil von der Straße aus. Jedenfalls, die Bahn macht ja jetzt auch immer wieder tolle Videos mit der Drohne und ich nehme an, demnächst sehen wir von der Bahn auch mal wieder eins, und zwar, ich hoffe, vom Pilztal, denn der Baufortschritt ist ja doch enorm. Jetzt fliegen wir erstmal mit Turbo zur Baustelle und wir können sehen, hier wurde der erste Brückenpfeiler schon einige Meter in die Höhe getrieben. Ja, und wenn wir dann irgendwann mal die Bahnvideos sehen, haben wir einen schönen Vergleich, was in dem Jahr passiert ist. Und jetzt schwenken wir nochmal Richtung Weinbühltunnel. Da geht wir nach oben. So dass wir auf das Portal schauen können. Nochmal zurück auf das Portal Rosner-Tunnel. Ich denke, das war's aus dem Pilztal. Ziehen wir uns zurück und schauen uns die zweite Lokation an, die vor einem Jahr gedreht wurde. Und zwar waren die Filmer unterwegs in Märklingen. Das war jetzt erstmal ein hektischer Schwenk über die Baustelle und nochmal im Normaltempo. Das Ganze schauen wir uns nochmal in Ruhe an. Man sieht vom Horizont beginnt die Baustelle und die zieht sich komplett aufs Bild, auch nach dem Schwenk. Bis nach links. Aber ich konzentriere uns jetzt mal hier auf den Bereich. Also rechts sieht man noch, wie die Straße verschwenkt ist. Und in der Mitte vom Bild ist sie schon komplett neu verlegt. Drunter liegt ein zweigleisiger Tunnel mit einer Gesamtlänge von 394 Metern. Ist hier überhaupt nicht mehr zu erkennen. Aber ich werde unten einen Link einfügen mit der Seite der Bahn, bei der Luftaufnahmen hinterlegt sind. Da kann man die Bilder, die erst im Juli gemacht wurden, schön vergleichen mit diesem Drohnenvideo vor einem Jahr. Da wird man auch sehen, dass die verschwenkte Fahrbahn jetzt wieder ihren geraden Verlauf nimmt.
Und ich hoffe, es schwenkt gleich ein bisschen nach rechts. Jawohl, und hier kann man den heutigen Verlauf der Fahrbahn ja auch schön ausmachen. Nur noch ein letzter Schwenk. Einmal komplett über Märklingen. Dann lassen wir die Drohne landen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.